Hallo, ihr Lieben. Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch bei schönstem Wetter. Ja, hier aus Spanien. Wir stehen immer noch hier auf dem Stellplatz. Ja. Wir melden uns mal hier aus dem Jovi aus aktuellem Anlass. Und Ja. ja, wir hatten so ein Schockerlebnis gestern und waren auch nicht in der Lage, gestern noch irgendwas zu machen. Nee, Und überhaupt nicht. Wir waren ja, gestern out of order. genau. Und ja, was ist passiert? Gestern Morgen um 5 Uhr haben wir so ein lautes Knacken wahrgenommen. Biene schläft ja direkt am Fenster, hat sofort das Fliegengitter aufgerissen, rausgeguckt und ihre ersten Worte waren: Die Fahrräder sind weg. Ich bin sofort aufgesprungen, bin in meiner Schlafanzugshose, wie ich war, raus Genau. und es war nichts mehr zu sehen, weder die Fahrräder noch irgendwelche Leute. Innerhalb weniger Sekunden war das Genau, das geschehen. geknackte Ja. Schloss lag auf dem Boden und ja, wir waren erstmal fertig und haben eine Zeit lang gebraucht. Und dann bin ich raus und bin über den Parkplatz, weil man immer noch Hoffnung hat, und habe geguckt, habe gesucht. Und dann habe ich gesehen, dass eine Polizeistreife über den Parkplatz fährt. Da bin ich sofort hingelaufen, habe denen zugewunken. Die sind auch sofort zu mir gekommen. Ich habe dann sehr aufgeregt versucht, denen zu Ja, erklären er war bald. in Englisch, was passiert war. Und die sind sofort mitgekommen zu unserem LKW hier, zu unserem Wohnmobil und haben sich das angeschaut. Haben uns geraten, eine Anzeige zu erstatten und haben uns auch gezeigt, wo wir hin müssen. Das ist circa 3,2 Kilometer von hier. Da sind wir dann gestern zu Fuß hin. Wir haben normalerweise mit diesen Kilometern zu Fuß keine Probleme. Keine Probleme, aber das Gestern war hatten wir ein. die definitiv. Jeder Schritt ist uns schwer gefallen gestern, absolut. Ja, und dort sind wir dann freundlich begrüßt worden und eine junge Frau hat uns dann uns angenommen, hat sich dann uns angenommen und hat dann die Anzeige aufgenommen. Wir haben das alles versucht, so ein bisschen in Englisch und aber hauptsächlich halt mit dem Übersetzer, Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch und Ja, das hat sehr gut funktioniert. genau, mit dem Übersetzer halt auch, Ja. damit nichts falsch erklärt wird. Das ist halt gerade bei so einer Anzeige immer ganz wichtig. Ja. Und wir müssen auch sagen, also alle waren sehr aufmerksam, Sehr sehr nett, freundlich. sehr freundlich. Es hat circa 1,5 Stunden gedauert, bis alles soweit fertig war mit den ganzen Unterlagen. Ich hatte die Rechnung noch mit von den Fahrrädern, weil da unsere Rahmennummern draufstehen und die waren ja wichtig oder sind ja wichtig. Ja. Fotos per E-Mail haben wir denen geschickt, damit sie wissen, wie die Ja. Fahrräder aussehen. Alles wunderbar geklappt. Und dann, ja, circa 1,5 Stunden waren wir durch. Dann sind wir beide noch erstmal raus. Haben wir noch lecker Tapas Ja, gegessen. wir Das, mussten erstmal was wir trinken, weil man mussten, sowieso genau. erschlagen irgendwie war und dabei haben wir, weil wir auch Hunger hatten, ja, eine schöne Erfahrung gemacht halt, wie das ist, wenn man am Tapas essen. Das kannten wir so noch gar nicht. Diese Ja. Erfahrung haben wir noch nicht gemacht und sind Genau. begeistert. Ja. Das wird es noch öfters Auf geben. jeden Fall. Und jetzt kann man auch verstehen, warum viele Spanier in der Zeit, wo die Fiesta ist, sich überall an den Straßen, in den Straßen, in die Cafés oder Bars Restaurants, setzen, Bars genau. setzen und ihre Tapas essen. Ne? Ja, Ja, zurück haben wir dann Öffis genommen, da das sind wir heißt, nicht wir sind gelaufen. nicht gelaufen, weil wir Genau. das einfach nicht mehr in der Lage waren. Und haben dann mit ein bisschen ja, probieren und gucken, haben wir dann Fahrplan rausgefunden Ja, und genau. haben dann auch eine Buslinie gefunden, die uns hier wieder herführt. Und recht günstig, 1,05 € pro Ja. Person, kann man nicht meckern. Genau. Und waren dann wieder hier, sind noch mal am Strand gegangen, aber so richtig entspannt war man nicht. Nein, nein. Man kriegt es halt nicht aus dem Kopf. Nö, nö, auch jetzt noch nicht, Nee, aber aber jetzt geht schon es, besser ja. und wir sind schon wieder hier ein bisschen am Machen und ein Ja, bisschen Jürgen ist am arbeiten. Videoschneiden und Ja, Biene macht so ein definitiv, bisschen Content und ja. ja. Definitiv ist hier im Moment, ist ein Tag später auch, weil uns fehlt halt von gestern der Tag auch. Genau. Ja, und jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir weiter, was machen wir, aber da werden wir dann sicherlich nochmal Bezug drauf nehmen. Das heißt, wie machen wir weiter, ist natürlich damit gemeint, kaufen wir uns jetzt wieder Fahrräder. Eigentlich wissen wir beide, Ja, nicht kaufen, das ist ja, kein Fragezeichen, weil ja. wir wissen, ohne Fahrräder kommt man hier jetzt nicht klar. Ja, wir hatten auch überlegt, wie gesagt, mit einem E-Roller. Und E-Roller ist sehr interessant, finde ich eine reizvolle Sache. Aber es ist für uns nicht, wenn, dann gäbe es nur eine Kombination aus beiden. Das alleine ist für uns nicht der ideale Weg, wegen Einkaufen und so weiter. Genau, Da braucht also. man halt dann die Packtaschen und ja.
Aber wie es da weitergeht, werden wir auf jeden Fall noch berichten drüber und ja, Wir halten euch auf auf dem dem Laufenden. Laufenden. Das war jetzt uns wichtig, erstmal euch Das, mitzuteilen, weil genau. viele Rückfragen gekommen Ja, sind und definitiv. Seid nicht böse, aber den Tag brauchten wir einfach, um selber kopfmäßig ein Stück klarzukommen und nicht nur noch heulend hier zu sitzen. Das wäre gestern definitiv der Fall Was gewesen. erschwerend hinzukommt, müssen wir ganz klar sagen, wir haben keine Versicherung mehr gehabt für die Fahrräder. Die sind 4 Jahre alt. Nach 3 Jahren ist die War das ausgelaufen? Fahrradversicherung Ja. ausgelaufen Man hat vergessen, noch mal und noch mal etwas zu etwas zu machen. machen und die waren ausgelaufen. Und somit, ja, das Ja, ist also das ist auch uns gegenüber einfach nicht zu verzeihen. Das muss man so. Wir haben unsere Kinder erzogen und haben gesagt, achtet immer auf alles. Und hier ist definitiv bei uns dann was. Und Also was, das ist ein Schaden, definitiv, der genau. uns. Und was dann noch dazu kam, natürlich habe ich gestern, nee, am Samstag nach dem Einkaufen die Fahrräder an den LKW angeschlossen, habe die Ladegeräte auch dran gemacht zum Laden, aber ich habe nicht die Akkus rausgenommen zum Laden, sondern ich habe die in den Fahrräder gelassen. Das machen wir ja oft halt einfach. Ja, aber hier war es natürlich so, hat man es den Dieben Jetzt, sehr leicht gemacht. ja. Wahrscheinlich haben sie das Display angemacht, haben gesehen, oh, dann sind sogar die Akkus drinne. Ganz toll von denen, ne? Und da freuen wir uns natürlich. Ja, und somit sind die Fahrräder inklusive Akkus weg. Ja, alles gut. Ja gut, so viel dazu. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht, ob es da irgendwelche neuen Sachen gibt. Wir rechnen nicht damit, dass wir die wiederbekommen. Nee, nicht wirklich, Nicht aber wirklich, ne? wir Gut. beschäftigen uns mit dem, was dann kommt. Ja, Alles genau. klar. Alles klar. Okay. Habt einen schönen Sonntag. Wünschen wir euch von ganzem Herzen, ne? Ciao. Ciao.